So. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Wenn ihr in den Ruinen wart, wisst ihr nun von dem Bösen, das sich unter den Schwarzwolds ausbreitet. Ich konnte Stinkholz treffen. Er hat sich mit einem der merkwürdigen Fremden unterhalten und von jemandem namens Amdir gesprochen. Stinkholz sagt, dass er sich mit euch treffen will. Aber ihr müsst euch beeilen. Sobald herauskommt, dass Jakob tot ist, wird Stinkholz Verdacht schöpfen. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? So, bevor ich weiterlese, wir haben ja schon gehört, Amdir scheint irgendwie dort zu sein, oder zumindest weiß der, was mit Amdir los ist. Und eine Sache möchte ich noch kurz zu den Angmarim verlieren. Also die Angmarim sind Menschen von Angmar. Kann ich kurz? Nein, kann ich jetzt gerade nicht machen, weil ich im Haus bin. Menschen von Angmar. Angmar ist ganz weit im Norden, da werden wir später noch hinkommen. Angmar war mal das Königreich des obersten Nazgul. Der Nazgul, der oberste, heißt auch Hexenkönig von Angmar. Denn dieses Reich hat er für sich auserkoren, als Sauron noch im tiefen Schlummer war, in der Mitte des dritten Zeitalters. Ich glaube, das ist zu dem Zeitpunkt hier so 1500 Jahre her oder sowas in der Drehe. Da hat er den Norden Mittelerdes, Eriador, hat er terrorisiert und in Angst und Schrecken versetzt, mit Krieg überzogen und hat dabei die drei Königreiche Arnors ausgelöscht. Arnor, wir erinnern uns, war das Königreich der Numenorer, also der Westmenschen hier im Norden, während Gondor das Königreich im Süden ist. Arnor ist zerfallen in drei Königreiche, das hatte ich auch schon mal erwähnt, zu einem früheren Zeitpunkt, in Rhodaur, in Cardolan und in Arthedain. Und die sind alle nach und nach ausgelöscht worden in diesem Krieg gegen den Hexenkönig von Angmar. Und in diesem Krieg hat Gondor eine Rolle gespielt. Die haben ihn dann, glaube ich, besiegt. Und vor allem hat Glorfindel, der Elb im Bruchtal, eine große Rolle gespielt. Der eigentlich derjenige ist, der Frodo rettet, als er von der Mogulklinge gepiekst ist. Im Film macht es ja Arwen. Im Buch ist es eigentlich Glorfindel. Na gut, egal. Wir machen mal hier weiter. Ihr habt alles getan, was man von euch verlangt hat und habt eure Aufgabe gut erledigt. Da ist es jetzt wohl an der Zeit, euch den Weg zu Stinkholz zu erklären. Er ist die Nummer 2 unter Eogan. Das ist einer der merkwürdigen Männer, die ich erwähnt habe. Stinkholz hat ihnen vor kurzem das Kommando über die Schwarzwolds übergeben. Seitdem haben sich die Dinge zum Schlechten entwickelt. Stinkholz hat mich benutzt und eine Menge andere ehrliche Bürger von Schlucht ebenso. Alles, was ihr bis jetzt im Shadwald gesehen habt, sollte euch dies bestätigen. Wir haben viel riskiert, um den Schwarzwolds ein für alle Mal das Handwerk zu legen, Aegir. Es wird Zeit, die Sache zu Ende zu bringen. Das Versteck befindet sich am Fuße der Stadelfälle, am nordwestlichen Ende des Stadelsees. Man erwartet euch dort. Vielleicht solltet ihr aber zuerst mit eurem Auftraggeber sprechen. Gut, gehen wir zu Thoradan, bevor wir in das Versteck aufbrechen. Ich lege aber natürlich mal erst diese Stiefel an. Wie sehen die eigentlich aus? Auf jeden Fall besser als die Stühlchen vorher, glaube ich. Wie sahen die vorher aus? Ich weiß es gar nicht. Ach nee, die sahen eigentlich besser aus, muss ich sagen. Na gut, egal. Ich glaube, wir haben die sowieso nicht mehr dran. Ich habe, glaube ich, überall jetzt die Dinger angelegt. Die sind eigentlich von meinem Hauptcharakter Torwart. Die sehen aber ganz cool aus, finde ich. Deswegen habe ich die, glaube ich, überall dran gepappt jetzt. Ja, ja. Genau. Gut, also brauchen wir eigentlich aussehenstechnisch gar nicht mehr irgendwie vorsorgen. Habe ich jetzt auch die richtigen angelegt? Ja, gut. Okay, dann machen wir uns mal auf zu Thoradan und besprechen mal das weitere Vorgehen mit ihm. Denn er war ja derjenige, der uns überhaupt darauf angesetzt hat, Amdir wiederzufinden. So, derweil trinke ich nochmal kurz was. Die Stimme ist schon wieder ziemlich im Eimer. Ach, sehr gut. So, und wir schauen mal, also ich möchte eigentlich am liebsten bis zum Ende des Prologs kommen. Ich weiß aber nicht, ob ich das schaffe. Weil ich nicht weiß, ob ich das mit dem Level her, vom Level her schaffe. Das müssen wir mal schauen. Halt, wo muss ich hin? Hier rein. Ich würde aber schon ganz gern bis dorthin kommen. Das hat Gründe, die ich euch jetzt noch nicht verraten möchte, aber dazu komme ich noch dran. Was kann ich für euch tun? In der nächsten Aufnahmesession, insofern das klappen sollte. So, wir schauen mal. Auf jeden Fall kommt da noch ein bisschen was auf uns zu. Ich verkaufe mal ein bisschen Kram hier. Auch den Bogen können wir verkaufen. So. Und diesen Brief mit Ausrüstung herstellen, den kann ich wegschmeißen. Der ist unwichtig. Da steht nur das drin, was ich sowieso weiß. Und die minderwertigen Werkzeuge kann ich auch wegschmeißen. Die brauchen wir auch nicht mehr. So.
alles weg. Ich habe übrigens hier oben einiges an Zeug drin, was ich jetzt nicht weiter kommentiert habe bisher. Was aber größtenteils irgendwelche Sachen sind, die ich mit im Haus hatte. Das sind hier solche Bonussachen wie Erfahrungsboni, die über eine gewisse Zeit andauern und sowas. Das werde ich, weiß ich nicht, ob ich das hier im Let's Play mit verbraten werde, ist eigentlich auch egal. Vielleicht mache ich das auch abseits der Aufnahme. Einfach um das Leveln zu erleichtern, denn es ist ja doch immer eine Aufgabe, das dann hier abzuarbeiten. So, und wir machen mal ein kleines Feuerwerk, was im Haus total sinnvoll ist. Das ist ein Gegenstand. Sieht man jetzt natürlich nicht. Das ist ein Gegenstand, den habe ich bei mir mit dem Inventar, weil mein Charakter älter als ein Jahr ist. Mein Charakter, nicht mein Konto. Da gab es das mal als Jubiläumsgeschenk. Hat man halt mit dabei. Ich kann es auch wegschmeißen, eigentlich brauchen wir es nicht. Ist aber ganz witzig, wenn man einfach mal ein Feuerwerk zünden kann. So, zurück zu Toradan. Ich grüße euch. Ihr seid zurück und bringt Nachrichten von den Anführern der Schwarzwolds. Gut gemacht. Jetzt ist die Zeit gekommen, etwas gegen Stinkholz und Eogan zu unternehmen. Ihr solltet zu ihrem Versteck gehen und mit Stinkholz sprechen. Erzählt ihm, ihr hättet Gerüchte über den Gefangenen aus Arschid gehört und wolltet herausfinden, ob die Geschichten stimmen. Sobald ihr zu Amdir vorgedrungen seid, befreit ihn und flieht. Ich werde euch zum Versteck folgen und zu Hilfe kommen. Beeilt euch! Gut, wir machen uns auf den Weg zum Versteck der Schwarzwolds. Da ist es gleich um die Ecke und wird uns jetzt auch auf dem Radar angezeigt. Eine Sache. Dieser Eogan, der trägt einen rohirischen Namen. Das ist ein bisschen merkwürdig eigentlich. Aber ich könnte mir vorstellen, mit Rohan ist es ja auch so, das grenzt ja an Dunland. Viele Dunländer, ich sage nicht alle, aber viele Dunländer sind auf der Seite von Saruman aktiv. Und wobei Saruman eigentlich nicht offen mit Sauron paktiert. Er arbeitet ihm zwar zu, aber er ist eigentlich eine eigene Einheit. Naja, ich dachte jetzt jedenfalls, die Dunländer, also weil es dort auch im Westen von Rohan gibt es ein Gebiet, in dem Dunländer und Rohirrim sich vermischt haben. Und er könnte vielleicht von dort stammen, denn es handelt sich ja auch um Südländer, die hier nach Breland gekommen sind und dann jetzt für Ärger sorgen. Ich weiß aber nicht genau. Es wäre zumindest meine Theorie, dass er ein Mensch ist, der aus diesem Mischgebiet von Rohirrim und Dunländern kommt. So, hier sind die Stadelfälle, zu denen sollten wir ja. Und ich springe einfach mal ganz kühn ins Wasser. Zack. Mein armes Pferd hat sich alles gebrochen, ich auch. So, und wir humpeln mal kurz hier den Weg hoch. Oh, denn hier ist doch hier schon die Tür. Das ist das Versteck der Schwarzwolds. In das kämen wir vorher noch nicht rein. Und jetzt hin zum Räuber. Die Jagd nach Amdir führt zum Versteck des Räubers Stinkholz. Doch wie sie enden wird, bleibt ungewiss. Ich grüße euch. Der Schwarzwaldwächter starrt euch mit gerunzelter Stirn an. Er spuckt auf den Boden und studiert euer Gesicht. Dann lächelt er euch schief und böse an. Ihr müsst das Frischfleisch sein, von dem Ellie gesprochen hat. Na dann lass uns mal rein, Freund. Ihr findet Stinkholz dort hinten. Gut, also wir sind jetzt im Räuberlager. Ich wünschte, die Neulinge würden mir nicht immer sagen, was ich zu tun habe. Und wir sehen schon, die greifen uns noch nicht an, weil sie natürlich denken, dass wir einer von ihnen sind, auch wenn wir ein bisschen anders aussehen, aber egal. Und hier sind ziemlich viele. So, bevor ich aber... Hatten die alte Vettel im Gefängnis gesehen? Kaum zu glauben, dass die es mit uns hier aufnehmen konnte. So, bevor ich aber jetzt irgendwie weiter mich umschaue... beziehungsweise bevor ich jetzt dahin gehe, wo ich hin soll, das ist nämlich dort drüben, schaue ich mich um, das wollte ich sagen. Ich wünschte, die Neulinge würden mir nicht immer sagen, was ich zu tun habe. Und da möchte ich vor allem diese Ecke zeigen. Zumindest haben wir Musik. Denn ich finde es auch schön zu sehen, dass die Schwarzwolds eben auch Menschen sind, die Musik machen und die Spaß haben. Finde ich irgendwie ganz knuffig, ich weiß auch nicht. So, können wir mal kurz hier schauen. Und die können tatsächlich spielen. Gut, das ist also hier der Mannschaftsraum sozusagen der Schwarzwolds. Und wir haben noch hier drüben, dort drüben haben wir noch die Zellen. Da kommen wir gleich noch hin, die schaue ich mir jetzt nicht an, weil wir da momentan noch nicht reinkommen, aber das wird sich gleich ändern. Wir gehen erstmal hier lang. Was mit diesem Namen dir passiert, lässt mich wirklich erschaudern. Denn hier ist Stinkholz. Da ist er. Das ist völlig inakzeptabel.
Ah, da seid ihr also. Ellie hat viel von euch erzählt. Wir haben viele gute Männer an Arschit verloren und ich würde mich freuen, euch in unsere Reihen aufnehmen zu können. Ihr sagt, ihr hättet von diesem Waldläufer gehört? Ich muss euch sagen, was mit diesem Kerl geschieht, ist einfach unnatürlich. Eogan sagt, dass er sich noch als sehr nützlich erweisen wird. Doch im Augenblick ist er nichts als ein rasender Irre. Ich habe nichts dagegen, euch einen Blick auf ihn werfen zu lassen. Er ist unten im Verlies, am hinteren Ende der Höhle. Die Wache dort wird euch vorbeilassen. Gut, schauen wir ihn uns mal an. Wilhelm Stinkholz wird noch sein blaues Wunder erleben, denn wir sehen schon, das ist immer ein Indiz darauf, dass man gegen die Leute kämpft. Was, also wie gesagt, ein Indiz, es ist kein Beweis dafür, dass sie Lebenspunkte haben. Denn es gibt auch einige Gegner. Ich lasse euch rein. Ja, danke. Ich werde Acht geben. Dieser Andi ist gefährlich. Wir werden sehen, ob er mich angreift. Wir werden auch noch sehen, es gibt einige Gegner, die kann man dann nicht angreifen. Oder sollte man nicht angreifen, wenn sie Lebenspunkte haben. Aber es ist halt auch oft so, dass einige Leute gar keine Lebenspunkte drinstehen haben. Und dann kann man sich sicher sein, man wird nicht gegen sie kämpfen. Lasst mich raus, ihr Narren! Was hat sich Stinkholz bloß dabei gedacht, als er ihn mitgebracht hat? Was macht die Ratte da? Ich weiß es nicht. Okay, ich kann sie auch nicht angreifen, oh, sie ist weg. Wer seid ihr? Aber was ist mit Amir passiert? Wer? Schaut ihn euch mal an. Die Stimme! Die soll still sein! Die Stimme, sie gibt einfach keine Ruhe. Die Wunde, es ist so kalt. Die Stimme spricht mit mir. Erzählt mir Dinge, spricht vom Ende aller Dinge, dem Beginn neuer Dinge. Sie ruft mich. Sie will, dass ich ihr diene. Ich muss tun, was sie sagt, muss gehorchen. Ich diene. Ich muss dem dunklen Herrscher dienen. Nein. 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 Nein! Entkommen! Ich muss! Hierher, schnell! Amdi hat sich völlig verwandelt und wir sehen schon, der sieht wirklich aus wie ein Geist mittlerweile. So, aber hier ist noch eine andere Gefangene und die sollen wir wenigstens befreien. Gut, dass ihr gekommen seid. Oh, danke, dass ihr gekommen seid, um mich zu retten. Ich bin schon sehr lange hier gefangen. Ich habe viel gesehen. Und wenn ihr so freundlich wärt, mich aus diesem Verlies zu befreien, könnte ich euch ein wenig darüber erzählen, was eurem Freund Amdir zugestoßen ist. Ich freue mich darauf, wieder frische Luft zu atmen. Lasst uns gehen, ja? So, und wir haben ja schon gelesen, die alte Vettel, die vier Leute platt gemacht hat, das ist diese Dame hier. Was ist geschehen? Das ist eure Schuld! So, jetzt sollten wir ihr aber erstmal ganz dringend helfen, damit sie hier nicht stirbt. Das wäre schlecht. Was ist geschehen? Denn wir wollen ja ein paar Informationen haben, was mit Amdir los ist. Und da kann sie uns helfen. Wir sehen schon, sie hat nicht viele Lebenspunkte, ne? Das kann ganz schnell gehen, dass sie hier tot umfällt. Und das wollen wir nicht. Leider braucht man ein bisschen Geduld mit dieser Dame. Denn Sarah Eichenherz ist nicht die schnellste. Zumindest jetzt noch nicht. Die trollt einen ganz schön, muss ich sagen. Wir werden das gleich noch sehen. Sie ist jetzt nämlich unglaublich langsam und gleich dann, wenn alle Gegner tot sind und es nichts mehr zu tun gibt, dann hat sie auf einmal eine zweite Luft entdeckt und kann rennen wie eine Irre. So lange müssen wir jetzt aber erstmal warten, bis sie hier angekrochen kommt und können so lange genießen, dass die Leute noch tot am Boden liegen oder bewusstlos am Boden liegen, denn Amdi hat sie irgendwie fertig gemacht. Denn es ist nun mal auch so, Amdi ist zwar in die Geisterwelt übergegangen, aber seine Kräfte scheinen auch gestiegen zu sein. Nicht wahr, Sarah? So, eigentlich müsste die jetzt gleich aufstehen und von meinem Messer empfangen werden. Hallo? Schwarzwald-Tante? Ah ja. Haltet sie auf! Sie haben die Gefangenen befreit! So. Das war's für die und auch der ist hinüber. Wir können weitergehen. Du bist sicher. Ja, leider zieht sich das ein bisschen hier. Also das ist ein bisschen nervig, gebe ich zu. Da hätte man ihren Schritt mal ein bisschen... Oh, sieht die hübsch aus. Oh, sieht die zauberhaft aus. Da hätte man ihren Schritt mal ein bisschen beschleunigen können. Sie haben mir etwas sehr Wichtiges weggenommen. Mein Stock.
Ich muss ihn unbedingt wieder haben. Haltet ein! So, aber erstmal kurz hier die Schwarzwald-Tanten fertig gemacht. So. Okay, wir müssen glücklicherweise, um ihren Stock zu kriegen, nicht direkt zum Herrn Stinkholz rein, sondern wir müssen dahin, wo die Musiker sind. Und ja, wir können uns denken, dass auch die sich erheben werden, wenn wir in die Nähe von denen kommen. Und dann sind leider auch sie dran. Sie stehen halt einfach auf der falschen Seite. Da kann ich auch nichts für. So, tot bevor er wusste, wie ihm geschah. Und dann haben wir hier hinten noch die zwei. Ich glaube, die bleiben noch eine Weile liegen, bis dann Sarah halt da ist. Und ihr Stab ist, glaube ich, in irgendeiner dieser Truhen. Das heißt, wenn sie dann hier ist, dann ist zumindest das schon mal so weit abgehakt. Sie hat dann zumindest ihren Stab wieder. Das ist dann schon mal ganz schön. Denn dann ist sie selbst auch nicht mehr so wehrlos. Ich glaube, dann kann sie selbst auch mitkämpfen. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Sarah Eichnerz werden wir ein paar Mal noch sehen. Die sie ihm gelegt haben. Ja, dann hol ihn dir, hol ihn dir. Die werden wir noch ein paar Mal sehen. Ich weiß gerade nicht genau, inwiefern wir die im Hauptquest noch wiedersehen werden. Da werden wir sie auf jeden Fall auch noch sehen. Man trifft sie auf jeden Fall in einigen Instanzen abseits vom Hauptquest noch. Und muss ihr da helfen. Irgendwie schafft sie es immer, sich in die tiefsten Festungen der Bösen zu stürzen und dann in Probleme zu geraten. Ohne den wäre. Ja, dann nimm ihn raus. Geht los. Okay. Okay, sie kämpft immer noch nicht mit, natürlich. Denkt nicht, ihr könnt entkommen. So. Aber macht nichts. Oh doch, wir werden entkommen. Ich glaube schon. Denn ich glaube, wir werden es doch noch schaffen, Sarah zu verteidigen. Wir sehen aber, irgendwie hat die doch so einen Stab, der sieht arg nach Magier aus, ne? Normaler... Was machst du denn? Breakdance du hier? Ein normaler Mensch rennt nicht mit so einem Stab durch die Kante. Und, ja. Es gibt ja ein Problem, denn es gibt jemanden, der hat Wind davon bekommen, dass wir hier sind. Und das ist Wilhelm Stinkholz. Mit seinen Köterchen. So, deswegen werde ich mal ganz kurz das machen, was ich bisher noch gar nicht gemacht habe. Ich werde eine Falle stellen. Verräter! Ihr habt die Gefangenen befreit! Tötet sie! So. Dann haben wir nämlich schon mal ein ganzes Stück vorgesorgt hier. Und Wilhelm Stinkholz ist bereits tot. Das war's. So, Quatsch, falsche Taste. Das wollte ich... Komm, Sarah, jetzt leg mal einen Meter zu. Wir sind quasi draußen. Ach, ja. Also jetzt ist eigentlich jeder Widerstand gebrochen. Selbst Wilhelm Stinkholz hat jetzt erlebt. Er hat sein Ableben hinter sich. Was haben wir denn hier für eine Tat? Stabile Fallen. Ach so, weil ich eine Falle zum ersten Mal eingesetzt habe. Gut, 350 Fallen. Na super. Ja, bisher habe ich das noch nicht ausprobiert, weil es sich bisher einfach nicht gelohnt hat, das zu machen. Das lohnt sich nur, wenn man weiß, dass ein Gegner auf einen zugerannt kommt. Und das war bisher noch nicht der Fall. So, jetzt lass mal langsam loslegen hier, Mädel. Oh. Es kann sich nur um Stunden handeln. Kommen Sie, kommen Sie. Und wir werden gleich sehen, was ich damit meine, dass sie einen total trollt. Ich weiß nicht, ab welcher Ecke genau das passiert. Ich glaube, wenn man den letzten Feind besiegt hat. Denn hier vorne liegt noch einer. Irgendwo. Genau da. Und ich glaube, wenn der weg ist, dann kann sie auf einmal laufen. Die blöde Kuh. Komm jetzt. Los. Komm. Oh, mach die mich fertig. So, ich glaube, das ist aber das einzige Quest, bei dem so ein Mist kommt. Denkt nicht, ihr könnt entkommen. So. Er ist hinüber. Deswegen dürftest du dich... Ja, jetzt darfst du dich veranlasst fühlen zu rennen. Du bist so eine blöde Trolle. Das klingt so, als gäbe es so viel Ärger. Amdi, bei den Valar. Es ist zu spät. Ihr alle, bleibt zurück. Es ist zu spät für ihn. Es tut mir leid, mein Freund. Doch ich muss dem ein Ende bereiten. Beenden? Mich töten? Ist das nun das Mitgefühl der Dunedain? Die Stimme. Die Stimme hat die Wahrheit gesagt. Ich werde euch ein Ende bereiten, Toradan, mein
Bruder und ebenso jedem anderen Waldläufer. Und so flüchtet Amdi ein weiteres Mal aus unserem Schaffenskreis und wir wissen nicht, wo er hin ist. Und Toradan hat seine Nachforschungen bezahlen müssen. Für mich ist es zu spät. Toradan hustet Blut. Amdi ist nicht mehr zu helfen. Ihr müsst mein Volk warnen. Mundol ist in der Versammlungshöhle der Waldläufer. Er helft ihm. Geht zu Unterberg, fragt ihn, ob Wirrsturm meine Nachricht überbracht hat. Und das ist das Ende von Toradan. Oh, wie schrecklich. Meine Güte, was für ein Anblick. Und ich habe schon viel gesehen. Die Klinge, die Amdi getroffen hat, hat ihren Zweck erfüllt. Und ich fürchte, er ist jetzt nur mehr ein Diener des Feindes. Ihr solltet versuchen, ihn aufzuhalten, wenn euch das gelingt. Und macht euch keine Sorgen um mich. Jetzt, wo ich aus dieser schrecklichen Zelle befreit bin, geht es mir gut. Und ich habe meinen Stock zurück. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn getan hätte. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Und damit ist diese Instanz abgeschlossen. Wir müssen zu Banwart Unterberg und ja, Toradans Leiche bleibt hier zurück. Tut mir leid. Ist halt so. Ist so. Okay, dann müssen wir bloß mal schauen, wie wir jetzt reisen können. Ich glaube, wenn wir hier den Hügel hoch machen, kommen wir am besten. Gut, also Toradan hat es schon gesagt, sein Volk ist in Gefahr und wir sollen schnell in die Versammlungshöhle und sie alle warnen. Wahrscheinlicherweise wird Amdir, er hat es ja auch angekündigt, alle Waldläufer jetzt jagen wollen. Und damit haben die Nazgul natürlich viel mehr erreicht, als man jetzt angenommen hätte, dass sie es geschafft haben mit diesem einen kleinen Stich. Denn sie schaffen es, die komplette Logistik der Waldläufer auf den Kopf zu stellen hier im Breland. Ein Großteil wird jetzt angegriffen, nur durch Amdir, der auf einmal extrem an Stärke dazu gewonnen hat eben. Und die werden aufgerieben, einfach nur dadurch, dass Amdir von dieser Klinge, von der Mogul-Klinge gestochen wurde. Also da hat man doch schon was erreicht mit, sage ich mal. Und deswegen hat er Nazgul auch einfach von ihm abgelassen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Nazgul auf der Wetterspitze von Frodo einfach abgelassen hat, nachdem er ihn gestochen hat. Einerseits, weil Aragorn ankam mit Fackeln und andererseits, weil sie schon damit eine große Tat vollbracht hatten, dass sie ihm die Mogul-Klinge in den Körper reingepflanzt hatten. Seid gegrüßt! Toradan? Getötet von Amdir? Wie kann das sein? Sucht sofort Wächterin Wirrsturm auf. Wenn Toradans Warnung seine Leute nicht rechtzeitig erreicht, dann kann niemand sagen, was für schreckliche Dinge passieren werden. Beeilt euch! Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Der arme Toradan. Wenn er recht hat, ist seine Sippe in großer Gefahr. Dieser Mundol, von dem er vor seinem Tod gesprochen hat, muss auf jeden Fall gewarnt werden. Ich weiß nicht genau, wo sich die Versammlungshöhle befindet, aber wenn Toradan Wächterin Wirrsturm gewarnt hat, sollte diese den genauen Ort kennen. Wirrsturm ist Wächterin in Stadel, südlich von Schlucht. Wahrscheinlich hält sie sich irgendwo in der Mitte des Ortes auf. Beeilt euch, ihr müsst sie finden. Gut, also kommen wir doch nach Schlucht im Laufe des Hauptquests. Ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung. Und ich habe gerade insofern ein kleines Problem, dass wir noch gar nicht auf dem richtigen Level sind. Ich frage mich, warum ich vom Level her so hinterherhinke, denn eigentlich habe ich alles gemacht, was es ja in Quests gab. Na gut, was soll's. Also wir sind jetzt schon bei Level 14 hier im Prolog. Müssen wir mal schauen, ob das reicht? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auch erstaunlicherweise während des Hauptquests noch kein einziges Level gut gemacht. Wundert mich auch ein bisschen. Aber gut, schauen wir mal. Stadel ist gleich hier um die Ecke. Wir müssen hier nur die Straße weiter nach Süden verfolgen. Ich habe auch bis hierhin, dem habe ich auch schon bei dem Quest geholfen, dem kleinen Hobbit. Und auch in Stadel habe ich einen Auftrag, glaube ich, schon gemacht, der noch für Level 12 war. Die anderen sind aber größtenteils für Level 14. Die habe ich zwar angenommen, aber noch nicht umgesetzt. Oder habe ich die schon angenommen? Nee, ich glaube, ich habe die noch nicht angenommen, ne? Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Oh, hier gibt's noch die ganzen Quests. Ne, die habe ich noch nicht angenommen, okay. Aber hier ist Bannwärterin Wirrsturm. Was kann ich für euch tun? Und mit der wollen wir natürlich reden.